Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir müssen jetzt noch Ding, Glas herstellen. Dafür brauchen wir Sand. Aber zu bewähren muss ich schnell, schnell, schnell in die Haie. Schnell schlafen. So. Gut. Ja, dafür gehen wir in die Wüste, oder? Gut, dass wir eine Wüste nebenan haben, weil wir haben keinen Sand. Aber haben wir. Nein. Gut. Dann gehen wir dorthin. Ja, schön, dass wir jetzt schon mal ein oder zwei, ja, einen Raum gemacht haben, wo wir dann auch oberirdisch ja, ein Zuhause haben, sozusagen. Nicht immer runter müssen. So, kurz um die Kühe kümmern und dann gehen wir kurz in die Wüste. Können gleich mal die Dorfbewohner ein bisschen schützen. Oh, das ist doch mir rechts. Okay. Jetzt haben wir kein Korn mehr. Doch, hier haben wir noch Korn. Können wir das wieder. Genau. Also Rye ist Roggen. Das habe ich nachgeschaut. Das hat mich interessiert. Sonst bin ich eher einer, der immer etwas nachschauen will, aber es vergisst es zu machen. Aber jetzt haben wir auch nachgeschaut. Oder wie zum Beispiel beim Muskatnuss. Beim Chestnut, nein, nicht Chestnut, das andere. Nutmeg, genau. So. Jetzt haben wir bald so viele Kühe, dass wir Leder abschaben können. Wir haben eine Kuh nebendran. Wieso haben wir jetzt eine Kuh da nebendran? Ist die durchgeglitscht oder ist die einfach hier hingekommen? Nein. Kleine Kuh. Komm, kleine Kuh. Hallo. Jetzt geht doch mal rein hier. Das ist mühsam. Wieso müssen die manchmal keinen Bock haben? So. Gut. Haben wir noch Kühe, die. Da, zwei. Okay, jetzt ist gut. Schön, schön. Also. Dann gehen wir Richtung Dorf. Wir haben 60 Fackeln, dann leuchten wir mal ein bisschen aus. Wir könnten in der Nacht sie einsperren, aber ja, das wird wahrscheinlich mühsamer, als es den Anschein hat, wie immer alles mühsam ist. Ich will die Dorfbewohner am Leben lassen. Ich schaue, dass man, ohne dass es ein Dorfbewohner erwischt oder zum Zombie wird, dass wir da einfach das Dorf eigentlich ohne Tode hinkriegen. Was machen die? Die gehen alle dort rein. Okay. Gut. Wieso haben die Angst von mir? Du auch bitte, ja. Ah, die gehen immer wieder raus hier. Und dann meinen sie, wir müssen wieder nach Hause. Okay. Was ist das? Brokkoli. Kann man die einfach so ernten? Ja. Okay, man bekommt zwar keinen Brokkoli, aber man kann bekommt dafür die Kerne. So, und hier, der hier. Boah. Eine weiße Mushroom Spore. Hallo, ich will die Ding haben.
Wir sind leider noch nicht fertig, deshalb machen wir hier einmal mal zu. So, Delle. Wir haben ein Bücherregal, super. Kommt mit, ihr Bücherregale. Okay, von Misscraft haben wir hier noch Patterns. Und hier ein Schreibtisch von Misscraft. Cool. Das ist nicht so gut hier. Die Dorfbewohner. Zwar versinken sie nicht, aber stecken dann fest und so. Okay. In der Kirche haben wir hier ein... Nein, der Mod ist nicht drin, wo da immer ein Glowstone Block ist. Hm. Okay. Aber in der Kirche muss man ausleuchten. Das ist sehr wichtig. So. Irgendwie sind die Dorfbewohner extrem hyperaktiv. So, Dele. Ja, es ist eben noch Mittag, gut. Dann gehen wir irgendwo hier ein bisschen abbauen. Ich denke, hier in der Nähe des Dorfs ist schon gut. Da eben das Dorf auch ein bisschen expandieren soll. Also, ja, dass ich sie dann ein bisschen expandieren werde. Lol. Okay, die Blöcke kamen. Sie nicht abbaubar, wenn man sie, also wenn sie so reinfallen. So, die große Treibsandfalle ist weg. Dann gehen wir hier nach oben, nehmen ein bisschen Sand mit. Ja, ich denke, wir werden es überleben, wenn wir jetzt hier bleiben und in der Nacht die Dorfbewohner einsperren. Dann sind sie in Sicherheit und die Monster kommen nicht mehr an sie heran. So. Haben wir so viel Treibsand. Wo wir gar nichts machen können damit. Ja, wir haben nur genug Inventarplatz. Machen wir das, bis wir Nacht haben. Na toll. Ja, gleich eine Workbench. Gut, dass ich das Holz auch abgebaut habe. So, nein. Zwei Holz... Steinschaufeln. So. Geht ein bisschen langsam jetzt. Aber wir haben kein Eisen dabei. Wir haben sowieso alles für die Rüstung gebraucht und Werkzeuge, glaube ich. Oder vielleicht noch in der, im Ofen. Hm. So, jetzt mache ich da mal zu. So, der kann gleich da bleiben, aber bis besser ausleuchten da. Das ist ja unerhört. Da kommen dann die Zombies sowieso, wenn ich die Zombies kenne, rein. So, hier auch. Ja, toll. Blöder Block. Zu machen. Die müssen wirklich nicht hier rein, auch weil die Tür nicht da war. Also hier dürft ihr rein, dort dürft ihr rein. Ja, gut.
Und hier dürft ihr rein. Hier nicht, nein. Ist hier genug Licht drin? Na, scheint nicht so. So. Nein, nicht raus. So. Dann wird es bald Nacht. Es wird irgendwie dunkler, ja. Kommt schon. Also hier ist gut. Dann hier bei der Schmiede. Müsst in die Schmiede rein. Oder gehen die gar nicht in die Schmiede rein? Also hier ist gut. Dann hier ist gut. So. Geh rein. Geh rein. Da rein. Dann halt hier rein. Komm schnell. Komm. Geh rein jetzt. Oh, bist du dumm. Geh rein. Du musst rein. Oh, bist du dumm. Geh jetzt rein. Jetzt geht es sowieso nicht mehr rein, wenn da keine Tür mehr ist. Ach, ist das mühsam. KI ist zu dumm. Geh da rein. Dann stirbst du halt. Ab hier muss ich auch zum. So. Ja, der ist auch geschützt. Okay, dann sind alle geschützt. Dann gehe ich schnell weg. Dann gehe ich erst so schnell weg, dass der nicht angegriffen wird. So, denn. So, da haben wir Spinnen. Creeper. Ein Skelett. Oh. Ja, man kommt fast nicht an die Skelette ran. Das ist extrem. Okay. Noch mehr Creeper. Das ist nicht so gut jetzt. Genug Creeper besiegt. Ja, dann gehen wir nach Hause. Ich hoffe, wir schaffen das genug schnell. Ich nehme nur die Rosen hier mit. So. Dass wir einfach nicht angegriffen werden. Ja, da hat es Creep, das ist nicht so gut. Komm, bitte keiner spawnen hier, bitte. Gut, die Creeper sind nicht aufmerksam geworden. Oh, da oben ist ein Creeper. Aber der Schutz der Dorfbewohner geht vor. Wieso sind überall plötzlich Creeper? Also wieso spawnen so, überhaupt so viele Creeper? Das ist ja Wahnsinn. Die machen zwar nichts mehr kaputt, aber sind dennoch extrem nervig. Ah, schön. Gut, gut. Jetzt, wenn wir nach oben kommen, müssen wir dann aufpassen, dass wir, ja, toll. Wir haben nicht mal ein Stack. Also zwei Stacks. Mal Treibsand hier. Knochen. Ja, die lasse ich mal hier. Brokkoli. Kropchik. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Pflanzen schneller wachsen oder besser wachsen mit dem. Kenne mich noch nicht so gut aus mit dem. Ja. Ja, komm, Brokkoli müssen wir nicht anpflanzen. Baumwolle, ja, auch nicht so. Chili Pepper. Das Weizen nehmen wir für die Kühe mit. Die Bücher tun wir rein. Wir haben ja Obsidian.
Und Diamanten. Das Obsidian machen wir wieder rein hier. Nehmen aber 4 mit. Und Diamanten brauchen wir 2. So. Gut. Ah, jetzt habe ich die Bücher noch drin. Eins nur so. Zaubertisch haben wir schon mal. Und jetzt muss ich noch schauen. Genau, ein Enderauge. Und ein Buch und Feder. Buch und Feder geht. Ich nur eine Feder mit einem Buch, oder? Dann er. Nein, nicht er. Ja, zeigt mir doch, wie man ein Buch mit Feder herstellt. Ah. Haben wir Fäden? Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Ja, dann machen wir das später. So, Schreibtisch rein. Und da haben wir Glas. Das Glas zu Glasscheiben. Kann finden wir gleich etwas Besseres daraus machen. Nö, scheinbar nicht. Das ist schönere Glasscheiben. Tank. Ja. Ist zu teuer. Naja. Okay. Dann einmal schauen, ob hier irgendwo Monster sind. Wir könnten noch ein paar Zucker abbauen. Ah, da bist du. Blöde Skelett und Ast. So. Ah, und die Hühner können wir auch noch kümmern. Dann ist einfach der nächste Part wieder ein Baupart. Kümmern wir uns noch kurz um die Hühner. Ich wollte ja das Chili Peppers anpflanzen. So. Chili. Ja, haben wir nichts mehr. Da haben wir noch. Da haben wir Gandaloup. Ja, wir müssen noch mehr Garten. Okay. So. Gut, 4 Kerne. Dann gehen wir mal zu den Hühnern. Die waren irgendwo da hinten. Hier haben wir Bärenbüsche. Da haben wir einen Huhn, 2 Huhn, 3 Hühner. Komm. Ja, toll. Dann haben wir auch ein paar Fäden für Mistcraft. Und vielleicht für Pfeile oder so. Ich habe so wenig noch mit Fäden gemacht. Müssen wir mal sehr viel machen daraus. Dass sie einfach nicht so nützlich sind, sozusagen. Ja, einmal als ich Schriftsteller, also Ding war, Zeitung, Ding, beim Rollenspielserver, habe ich viele Fäden gebraucht. Aber da hatten wir auch eine unendliche Ding-Farm. Ja, Eierfarm, sozusagen. Dann haben wir auch immer Fäden. So, die haben wir hier, aber ja, zu wenig Zäune. So. Ja, toll, keine Erde. So. Also, diese Richtung bitte rein. Gut. Die Hühner sind intelligent, scheinbar. Ah je. Gott, Gott. So, jetzt bräuchten wir eigentlich nur Ding. Nehmen wir eins hier. So, dann können wir wenigstens einmal raus. Und zwar nicht hier, sondern auf der anderen Seite.
Könnten wir mehr Teppich holen, aber dann haben wir ja auch bald Schafe. Also Hühner, Kühe, Schafe, noch die Schweine. Und vielleicht ein anderes Tier, was noch bringt aus dem Tiermod. Ich weiß, ich kenne den auch nicht so gut. Ja toll, aber backen könnt ihr ja so gut, ihr Bären. Da haben wir auch eins. Da haben wir noch eins, gut. So, gehen wir wieder runter. Und, ja, können noch ein bisschen... Ah, das falsche Weg, da ist es. So. Und zwar, ja, den eben noch nicht machen, nächsten Part dann. Reis auch rein. Also Roggen. So. Oh, Level 20, cool. 48 reichen. Ja, Essen ist schon ein bisschen wenig. Sollen wir ein bisschen auf Erkundung gehen und die Kühe schlachten oder so? Könnten wir ja nicht mal gehen, aber zuerst möchte ich doch noch kurz die Scheiben machen. Aber im nächsten oder übernächsten Part können wir dann auch die Sachen einrichten. Sachen von unten hier nach oben bringen. So. Aber Türen brauchen wir genau noch. So. Gut, dass die Creeper weg sind. Dass die nicht bleiben, weil ich weiter weg war. So. Und jetzt noch kurz Türen machen. Die können nach aus diesem Material sein. Aus diesem Holz. Weil alles, ja, ich muss zuerst die Sachen bekommen, also vom Herstellen. Und dann geht das gute Hausbauen los. Da werde ich auf der Seite sicher ein bisschen rund das Haus noch machen, dass es schön aussieht. Und auch dann hier oben noch, vor allem hier außen, dann noch so eine Veranda. Wird richtig cool aussehen. Ah, da freue ich mich drauf. So, ich wollte auch noch kurz, ja, da müssen wir wahrscheinlich mit der Schere machen, die schönen Blumen hier draußen herum machen. Aber das müssen wir auch noch verschieben. Ich gehe jetzt, sollen wir die Schafe holen? Schaffen wir das heute noch? Nö. Wird es Nacht? Wir müssen zuerst noch vorbereiten. Ja, das auch noch. Ja, wir haben mal Bären. Nehmen wir die Bären mal mit auf die Reise. Oh, hier australische Gänsefüßchen. Also, wir gehen jetzt mal dort über den Hügel. Und, suchen ein paar Sachen zum Essen oder zum Anpflanzen fürs Essen. Ja, da oben haben wir auch Kühe. Da oben, das sind schwarze Bären. Da wollte ich noch kurz schauen, ob irgendwo noch Crops sind. Nehmen wir mal die schwarzen Bären auch, die Brombeeren. Nein, hat keine Harvestcraft Crops. Hier ist auch schön noch etwas zu bauen. So. Was, schon wieder Nacht? Gott, oh Gott. Also, wir schlachten die Kühe hier dann morgen noch. Und ja, nein, ja, die hinter dem Berg, genau. Komm schneller.
Wie die Zeit vergeht. So. Gut. Können wir noch etwas machen? Nicht mehr viel. Ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen dieses Bades. Der nächste kommt dann sobald. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Verbesserungsvorschläge, also ja, Sachen, die ich anders machen soll wie beim Haus, was ich schöner machen soll oder was halt besser wäre, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Die beißen nicht. Die Kommentare sind dazu da. Also ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, sozusagen. Das ist nicht eine kommentarlose Fläche. Und ja, könnt ihr mir auch privat Nachrichten schreiben, wenn es euch nicht, naja, wenn es euch eher so besser ist oder so. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Und auf einen Daumen nach oben oder so dürft ihr natürlich auch gerne. Jedenfalls auf eine Bewertung. Dann sehe ich ja, ja, ich muss es besser machen oder schlechter machen. Nein, schlechter machen nicht, aber noch besser machen oder so Sachen. Ja. Auf jeden Fall Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.